Na, Junge, was geht? So, wir sind hier richtig. Ich sag's dir mit den Fäusten. Deine Eier werden's verstehen. Was ist denn mit dir los? Ach ja, plötzlich. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Hier ist also das Sonnenblumenfeld. Hier sind genau 6 Sonnenblumen. 7, 8, wenn es hochkommt. Okay. Okay, aber trotzdem ist die Kiste hier. Mit 94 Floren. Wow. Das ist ja ein Hohn. Ganz ehrlich, das ist ein Hohn. Hexeraufträge nicht, Schatz suchen, Carnarvons Fluch. Level 46, wir sind 43. Ich will nur mal gucken, wo das ist. Wenn das hier in der Nähe ist, machen wir die. Die ist hier in der Nähe. Das interessiert mich ja schon, ne? Finde den Schatz, der im Lager der Schatzjäger versteckt ist. Ich würde das gerne machen. Es tut mir leid. Das ist zu interessant, als dass ich einfach dran vorbeilaufen kann. So, ein Händler, ein Läufiger. Vielleicht hat er ja was für uns. Moment, ich frage ihn mal. Sei gegrüßt, Reisender. Brauchst du was? Selbstverständlich. Zeig mal. Darf ich? Jojo. So, immer nur gucken, nur mal kacken. Nur mal gucken, was er hat. Alter, der hat ja nichts. Der hat noch nicht mal Gold. Das ist ein Hohn. Ritterstiefel könnte ich ihm verkaufen, aber der gibt uns ja gar keine Preise dafür. Die sind viel mehr wert. Nö. Nö, nö, nö. Auf Wiedersehen. Bis dann. Viel Glück auf dem Weg. Danke, dir auch. Alter. Ich bin Hoflieferant der Herzogin persönlich. Ist das so? Der Herzogin persönlich. Also, los. Der Herzogin kannst du ja Seide verkaufen, aber mir nicht, mein Freund. Mir nicht. So. Gut. Machen wir uns auf den Weg. Ich glaube, da wo wir jetzt hinreiten, das ist in der Nähe von Fuchstal. Ich glaube, da war diese Ruine. War das nicht so? War da nicht diese Ruine? Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt. Wir werden es ja gleich sehen. Ja, komm. Einmal hier. Einmal hier drüber. Fuß noch. Lauf, einmal bitte. Über den Hügel wahrscheinlich. Ist das diese Ruine? Nee, das ist was anderes hier tatsächlich. Was? Was zum Henker? Ach nö. Arschespore. Sag mal. Wir hauen ganz schön zu. Wir hauen ganz schön drauf, muss ich sagen. So, komm mal her jetzt. Das war der erste. Gar nicht so zu schreien. Wow. Okay, das war schon recht hart, muss ich sagen. Aber kein Problem. Kein Problem für uns. Giftextrakt, ja, nehmen wir alles mit. Nein, hier nehme ich nicht alles mit. Die Strickleiter brauche ich nicht. So, hier gibt es sonst nichts. Ich dachte ehrlich gesagt, es wäre diese große Ruine, die wir gesehen haben. Aber ist sie nicht. Es ist so eine Ausgrabungsstätte hier, wie es scheint. Also hier auf jeden Fall. Was haben wir denn hier noch? Hasenfell, Grüngold, Orikalkum, nehme ich alles mit. So, aber was ist denn mit dem Schatz? Das ist doch nicht der Schatz.
In der älteren Rede verfasster Brief. Okay. Sei gegrüßt, liebe Mutter. Ich schreibe dir wie versprochen kurz vor Midaete. Was auch immer das heißt, ich habe keine Ahnung. Hoffentlich erreicht der Brief dich bei guter Gesundheit. Hier ist seit deinem Fortgang nicht viel Erwähnenswertes geschehen. Entgegen deiner Warnungen kommen wir gut mit den Menschen aus. Gut mit den Menschen? Ach, das sind elf wahrscheinlich, ne? Es ist faszinierend, wie besessen sie vom Tod sind. Kaulfion stellt dir das vor. Hat Blattneid gestanden, dass sie in den Müllersohn Arnaut verliebt ist. Ich persönlich habe dagegen nichts einzuwenden. Doch bei dir in Dolblatana wäre derlei undenkbar. Neulich besuchte ich das Grab von Maulsiklan. Ja, ich weiß, das hättest du nicht gut geheißen. Seit wann scheren sich die Entseide um die Gräber ihrer Lieben? Doch unter Menschen zu leben, bedeutet zwangsläufig, einige ihrer Gebräuche zu übernehmen. Jedenfalls erfuhr ich dort, dass die Menschen bei Krevan Khan ein Dorf bauen wollen. Schwierig. Mir persönlich macht das nichts aus, aber Bloodnight, du kennst sie ja. Schrie Zeta und Mordio, das sei eine Entweihung und sie hätten einen der zahllosen, wunderbar geeigneten Orte erwählen können, statt ausgerechnet diesen. Ich hoffe, dass sich dies nicht zu einem größeren Konflikt auswächst. Wir haben es hier so gut. Rest des Briefs unleserlich. Okay, aber das war nicht der Schatz. That was not the Schatz. Da hinten ist ein Schatz. Ja, da finde ich auch mit, aber hier. Carnavons Fluch, also damit geschlagen. Was haben wir denn hier? Schema Toussaint Ritterrüstung. Nice. Sehr viele Schemata, die wir hier finden. Okay. Somit hätten wir das auch erledigt. Stufe 43 sind wir jetzt. Wir sind kurz davor, 44 zu erreichen. Es läuft gut, Freunde. Es läuft sehr, sehr gut. So, Moment. Was wollte ich tun? Haben wir jetzt alle Fragezeichen? Haben wir. Wir haben alle Fragezeichen aufgedeckt. Wir haben sehr gut gearbeitet. Hier ist noch eins, aber das machen wir noch später. Anschlagbrett. Nein, Moment. Wir wollen erstmal die Quest aktivieren. Wie hieß sie gleich? Auktion. Genau, da wollen wir jetzt hin. Mein guter Plötze, komm mal mit. Ich laufe schon mal vor. Plötze kommt jetzt plötzlich. Plötze kommt plötzlich aus dem Wasser. So. Auf geht's. Hü. So, jetzt wollen wir aber zu dieser Auktion und nichts wird uns aufhalten. Oder andere Quests halten uns auf. Aber da wirst du ja wohl drüber springen können. Nicht so schnell, so. Plötze. Doch, doch, doch. Ruhig noch ein bisschen schneller. Alles ist gut. Ich verzeihe dir, wenn du rennst. So. Oh, das ist auch ein schönes Fleckchen Erde hier. So ein Bächlein. Ein kleiner Teich. So, in 200 Fuß da hinten sehe ich schon ein paar Gebäude rausragen. Da kommen wir aber nicht hin. Wie komme ich denn jetzt da hin? Wir müssen außen rum. Oder ich... Weißt du was? Wir haben schon sehr lange nicht mehr gebadet. It's time. So, einmal mit dem Kopf unter Wasser und schon geht's uns wieder gut. Wir sind wieder hellwach für alles das, was da kommen mag. So. Und eine Runde meditieren bis 18 Uhr. Das weckt die Lebensgeister und wir sind auch wieder getrocknet in der Abendsonne. So, wer bist du denn? Leere Weinflaschen, Essensreste. Eine große Portion. Okay. Mit Zwiebeln und Senf. Moment mal, was sollen wir hier tun? Da will sich ein Hexer an dem Biest versuchen. Was für ein Biest denn? Kann man mit denen reden? Können Fremde auch mitmachen oder nur Leute von hier? Verpiss dich, du Rattenfresse! Hau endlich ab! Benehmt euch. Nix für einen Hexer. Sag mal. Warum kämpfen wir eigentlich hier gerade?
Prügelei ist aber nicht erlaubt. Das Fest ist vorbei. Siege den betrunkenen Arbeiter im Faustkampf. Ja, ja, ich bin ja dabei. Aber warum willst du denn jetzt gegen mich kämpfen, Mann? Sag mal. Alter, der haut aber zu. Alter, warum? Was? Ein Tag später. Wir haben echt gegen so einen Lauch verloren im Faustkampf. Alter, wir sind der Meister aller Klassen im Faustkampf. Wie konnte er uns denn so schnell runterhauen? Na toll. Was? Was zum Henker ist hier passiert? Die sind abgehauen. Hä? Ich verstehe gerade nicht, was das war. Und wir haben die Quest abgeschlossen. Aber nicht, er ist aber nicht fehlgeschlagen. Das wundert mich gerade alles hier ein bisschen. Es ist, ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt gerade, was hier passiert ist. Ich ging so ein Lauch verloren, ich glaub's nicht. Und die Quest hat sich schon wieder abgeschaltet. Sag mal, oh, und von Ophius. Nein, das auch nicht. Mann, wo ist es denn? Nebenquest, so. Hier wollte ich hin. So. Es ist noch 100 Fuß entfernt. Wir tun so, als wären die letzten 2 Minuten nicht passiert, okay? Danke. Ganz schlecht. Alter, im Faustkampf verloren gegen so einen Lauch. Aber die waren zu zweit. Das ist meiner... Ich bin Hoflieferant der Herzogin persönlich. Ach, du bist das. Nee, das, deine Seide brauchen wir nicht. Pleckmundbrücke. Ihr wollt mir nichts Böses, oder? Nein, ihr wollt... Da kommt man mit Privatexamen von der Akademie von Oxford und hier verdient jeder breitschultrige Trampel mehr. Sag mal, was erzählst du da? Ich habe doch keine Zeit. Dann laber mich nicht zu. Was denn hier? Hier ist die Auktion im vollen Gange, wie es aussieht. Unsere Familie stellt seit 4 Generationen Wein her. Sie stellt ungenießbare Plörre her, meinst du wohl? Weswegen Belgard an mich verkauft werden sollte, nicht an ihn. Als herzoglicher Beamter muss ich die Interessen des Herzogtums wahren. Belgard gehört derzeit der Schatzkammer. Der Schatzminister hat seinem Wunsch klaren Ausdruck verliehen, dass Belgard an einen verantwortungsvollen Verwalter übergeben wird. Doch es gibt verschiedene Probleme mit euren bestehenden Besitztümern. Bis ihr die nicht behoben und euch als kompetent erwiesen habt, kommt der Verkauf von Belgard an keinen von euch in Frage. Okay. Aber an uns, oder? Na, zufrieden? Das ist deine Schuld! Meine? Du hast sie doch nicht alle, Frau! Frau? Hört, gute Leute! Es sei allgemein kundgetan, dass Matilda de Vermentino eine verfluchte, gehässige Irre ist! Hier ist niemand, der dir zuhört, Sieht Mann. Sieht mir nicht nach einer Irren aus. Nur nach einer verdammt wütenden. Du hast sie ganz schön hochgebracht. Wirklich? Woher willst du das wissen? Zähmst du Widerspenstige? Hexer. Ich weiß alles über Frauen. Noch besser. Ein Kenner. Oh la la. Ich sehe, wir verstehen uns. Sag mir, diese Schwerter. Sind die zum Einschüchtern da, oder benutzt du die auch? Die sind mein Werkzeug. Ich bin ein Hexer. Du suchst doch keine Arbeit, oder? Ich will ein Weingut kaufen. Belgard. Aber dieser Bastard-Bürokrat verkauft es mir erst, wenn ich meine Angelegenheiten auf Coronata in Ordnung gebracht habe. Welche denn? Über was für Probleme reden wir denn da? Ach, es steht da in mehreren Hinsichten schlecht. Das Herbarium ist monsterverseucht. Mein Verwalter ist verschwunden. Außerdem eine ganze Fuhre Wein. Und jemand hat meine Kräuterkundlerin entführt. Auch das noch. Ganz schön viel Pech für ein Weingut. Wenn du mich fragst, es ist diese Kleine. Es ist Matilda, meine ich. Das ist alles ihr Werk. Was? Ein zuckersüßes Antlitz, aber ein Temperament wie Meerrettich. Also, hilfst du mir? Ich arbeite nicht umsonst, mein Freund. Ich kann mich darum kümmern, aber nicht kostenlos. Das versteht sich von selbst. Was nimmst du? Alles, was du hast. Grundbetrag 700. Ich erwarte einen Bonus von 100.
Das klingt gerecht. Was? Ich meinte 900. Na gut, ich helfe dir. Das klingt nach Arbeit für einen Hexer. Gut, ich helfe. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Vielen Dank. Na, gerne doch. Mein Weingut liegt östlich von hier. Du findest es bestimmt. Nun entschuldige mich, ich muss mit diesem Amtsschimmel reden. Vielleicht kriege ich ihn ja doch. Natürlich, mach das mal. Interessiert mich recht wenig, was du da erzählst. Hallo? Was ist mit der? Ich? Okay. Was will die Gute? Hast du ein besseres Angebot? Psst. Du bist doch ein Hexer, oder? Ich habe gehört, wie du mit diesem Riesentrampel Liam geredet hast. Ein abstoßender Kerl, die schlimmste Sorte. Erst betört er einen mit seinem hübschen Gesicht. Dann offenbart er sein rabenschwarzes Herz. Aber darum geht es mir gar nicht. Ich habe dich angesprochen, weil ich Belgard ebenfalls kaufen möchte. Aber auch in meinem Weingut Vermentino steht es nicht zum Besten. Seltsamer Zufall. Wer war das denn? Kein Zufall. Ich bin sicher, dass Liam mir Knüppel zwischen die Beine wirft. Viele davon. Alter, was geht da ab mit dem Kind? Mein Küfner und mein Schmied sind beide auf rätselhafte Weise verschwunden. Okay. Auf den Wegen sprießen fleischfressende Pflanzen. Und die am Fuße des Fasanenhügels erst. Ach, die Liste ist lang. Das Problem jedoch einfach. Wenn ich Vermentino nicht in Ordnung bringe, kann ich Belgard nicht kaufen. Hilfst du mir, bevor du Liam hilfst? Ich biete dir das Doppelte. Das Doppelte? Wir müssen noch darüber reden, verehrte Dame. Das Doppelte? Okay, sie bietet das Doppelte, hat sie gesagt, ne? Ich habe ja 800. Warum kann ich nicht auf 1600 gehen? Okay, wenn sie mir 900 gibt, ist alles gut. Ich denke, wir werden uns bald einig. 900. Ich denke, wir werden uns bald einig. Nein, sie lässt sich nicht beirren. Ich nehme 890. Gut, abgemacht. Okay. Ja, ich helfe dir. Ich kann helfen. Oder es wenigstens versuchen. Wie schön. Du weißt ja nicht, wie viel mir daran liegt. Du findest mein Weingut westlich von hier. Können wir nicht beides machen? Ich bleibe einige Zeit hier. Nicht, dass Liam noch auf dumme Gedanken kommt, wenn ich nicht aufpasse. Verstehe. Okay, also beide bleiben hier. Ich soll bei beiden Hilfe... Quest abgeschlossen? Wie? Ach so. Ah, okay, neue Quest. Weinfäden Coronata. Kümmere dich um die Probleme auf dem... Oder eben Vermentino. Ist das eine Entweder-Oder oder kann man beides machen? Weinfäden, Coronata oder im Vermentino? Kümmere dich um die Probleme auf dem Vermentino-Weingut. Eins von fünf? Haben wir schon was erledigt dafür? Okay. Ich mache einfach beides, wenn das geht. Also hey, warum denn nicht? Aber zuallererst, wenn wir schon mal hier sind, ein seltsames Land, dieses Toussaint. Ja, das stimmt. Wenn ich hier bin, habe ich das Gefühl, in einer Märchenwelt zu sein. Okay, jeder redet hier wieder dazwischen. Das Lustigste ist, dass die Einheimischen an diesen Unsinn glauben. Angeblich war der Riese verflucht, den Ritter Guillaume getötet hat. Guillaume, er würde alles tun, um einer Frau zu imponieren. Er hat ihn nicht getötet. Würde jeder alles tun, um zu beeindrucken. Das kann auch interessant sein. Ich hätte nichts dagegen, wenn ein Ritter einen Riesen für mich tötet. Gut, ich habe ihn getötet. Ich hätte fast dazwischen gesprochen. Wir haben hier aber noch ein Anschlagbrett. Das würde ich noch gerne lesen, bevor wir hier uns weiter aufmachen. Kaiserliche Küche. Die Taverne zum Basilisk bietet eine Vielzahl nilfgaardischer Gerichte an. Probiert die köstliche Hasenpaté, die berühmte Langustensuppe und in der Sonne des Kaiserreichs gereiftes Gemüse zu erschwinglichen Preisen. Lang lebe seine kaiserliche Majestät Emjefa Emreis, Deitwen Adan und so weiter. Suche Sicherheitsexperten für Transport. Ich suche nach bewaffneten Kämpfern und Sicherheitsexperten, die sich anheuern lassen. Der Auftrag lautet, 3 mit Wein beladene Wagen nach Belhaven zu eskortieren.
diese dort auszuladen und mit eingekauften Waren zurückzukehren. Ich komme für die Kosten für Verpflegung und Unterkunft auf. Weitere Informationen bei Pierre de Solves vom Vermentino Anwesen. Ah, bewährtes Insektenmittel. Fressen lästige Raupen eure Weinreben auf? Dann verschwendet euer Geld nicht für magischen Schutz und Rituale. Euer Problem lässt sich schnell mit Hilfe der berühmten trainierten Marder von Coronata lösen. Jetzt kaufen und ein paar für den Preis eines Männchens erhalten. Leine, Maulkorb und Gebräu gegen Tollwut sind kostenlos dabei. Achtung, Abwehrmittel gegen Marder ist nicht enthalten. Mhm, toll. Getreide mahlen. Keine Mühle mahlt euer Getreide so fein wie die Mühle des Grafen de la Croix. Sichert euch einen Platz in der Warteschlange, täglich um 10 Uhr an der Mühle. Interessant, da werde ich mich niemals anstellen. Sternling Straggens Einladung. In letzter Zeit gehen Gerüchte um, dass Sternling oder Sternling Straggen abscheuliche Taten begeht. Das ist eine Lüge und im Namen von Straggen laden wir die Händler ein, unsere Hanse in den Ruinen des Achtach-Palast zu besuchen. Wir sind uns sicher, dass wir uns einig werden, dass Sterling Straggen am Handel im großen Stil interessiert ist. Wir freuen uns auf unsere zukünftigen Geschäftspartner. Hört sich an wie eine Falle. Warnung, die Arbeiter auf dem Vermentino-Weingut treiben es mit ihren eigenen Müttern und einer sogar mit dem eigenen Vater. Alter, die übertreiben es langsam mit diesem Zoff, oder? Okay, Moment. Weltkarte. Das ist ja echt. Ja, gut. Wir haben einige Fragezeichen. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Warum sind denn hier wieder Fragezeichen dazugekommen? Das müssen wir noch machen. Die müssen wir noch machen. Okay. Also hier ist Weingut Castel Ravello haben wir hier. Aber wo ist das? Wo ist das andere Weingut? Das hier dürfte das Coronata Weingut sein. Ja, also ich würde gerne die ganzen Quests machen. Also alle Quests von beiden. Wer dann im Endeffekt dieses Anwesen, um das es hier geht, bekommt, ist mir herzlich egal. Ist mir richtig Schnuppe eigentlich. Ich würde nur gerne die Quests erledigen, um die Erfahrungspunkte zu sammeln. Aber zuallererst machen wir die hier. Nicht erkundeter Ort. Wir können nach Fuchshall reisen und von da einfach weiterziehen. Das hört sich nach einem guten Plan an. Wir haben ja direkt hier eine... Ja. Nein. So, da möchte ich hin. So, wir reiten hier mal nicht entlang. Da waren wir nämlich schon. Fuchstal. Da reisen wir schnell mal hin. Und schauen uns das an. Was diese beiden Fragezeichen noch zu bedeuten haben. Ich frage mich, warum das bei den anderen Anschlagbrettern nicht schon aufgedeckt wurde. Ich dachte, nur in der Nähe werden die Fragezeichen aufgedeckt. Ja, es ist ein bisschen komisch. Wir müssen immer noch zu einem Schmied. Angeblich soll es hier eine Hexe geben. Ja, was? Das ist ja unfassbar. Die reden immer denselben Schwachsinn. Wo ist denn Plötzchen, wenn man ihn braucht? Hallo? I don't see him. Da ist er. Ist es endlich vorbei? Danke, Hexe. Ja klar, es ist vorbei. Erinnerst du dich an mich? Nein. Ich hab dir Geld für Wein geliehen. Das hast du bestimmt nicht. Da bin ich mir sehr sicher, dass das nicht der Fall ist. So. Erinnerst du dich an mich? Ich hab dir mal Geld geliehen. 5000 Kronen. Okay, warum? Plötze, warum? So. Jetzt aber. Leute sagen, der Storch bringt die Kinder. Das ist richtig. Der Storch bringt die Kinder. Neue Markierung. Oh, hier. Person in Not. Lass mich durch, Plötze. Danke. Hilfe! Ja, ich bin ja schon da. Guck mal hier. Adieu. Bisschen overpowered, aber hey.
Ich setze mein Schwert wieder in die Scheide. Na gut. Ich schulde dir mein Leben, unbekannter Ritter. Wie heißt du? Ich bin Hexer, kein Ritter. Ich heiße Geralt. Geralt von Riva. Mhm. Meinen Dank, Herr Geralt. Sehr gern. Diese Lumpen haben meinen Kräutergarten ramponiert. Ich wollte schon einen Hammer nehmen und das Gesindel verscheuchen, aber... So sah das aber zu nicht aus. Zu meinem Verdruss waren es einfach zu viele. Keine Chance. Die waren zu dritt, Mann. Ach, hat ja keinen Sinn, hier rumzujammern. Komm mit nach Vermentino. Ich flick deine Rüstung oder ich werde mich für dich an den Amboss stellen. Das ist sehr cool. Ja, was? Klar, gehen wir. Was? Gut, geh voran. Also wir brauchen einen Schmied. Gehen wir jetzt mit ihm mit? Da ist eine Kiste. Mann, ich will die Kiste. Shit. Das ist ja mies jetzt. Wo gehen wir denn jetzt hin? Nach Vermentino. Ich brauche einen Schmied. Deswegen bin ich mitgegangen. Der soll uns die Waffe reparieren. Und die Rüstung und einfach alles. Okay. Nun, kann ich dir irgendwie helfen? Ja. Nämlich, Banditen sind wohl nicht euer einziges Problem. Die glorreichen Zeiten des Weinguts sind Alter. Wohl Geschichte. Hat schon bessere Tage gesehen, ja. Banditen sind nicht unser einziges Problem. Diese gelben Riesenparasiten werden immer mehr zur Plage. Mm. Herrin Mathilda tut ihr Bestes. Aber wenn die Leute Angst haben, rauszugehen und zu arbeiten, was soll sie machen? Eine Hexe engagieren, was sie getan hat. Gut, mein Freund, zeig mal deine Waren. Na schön. Was hast du so? Ist er ein Meisterschmied? Komm schon, Meister. Geselle. Willst mich doch verarschen. Aber Geld hat er. Geld hat er bis zum Abwinken. Ritter Turnierrüstung Toussaint plus 20. Verkaufe ich ihm. Wir werden selber Sachen herstellen. Ich verkaufe ihm alles, was wir hier gesammelt haben. Plus 8, okay. Ritterstiefel, tschüss. Die Hose können wir auch direkt abgeben. Benötigte Stufe sowieso erst 46. So lange will ich nicht warten. Bis dahin haben wir schon längst bessere Sachen hergestellt. Da bin ich mir sehr sicher. Können wir auch verkaufen. Alter, der hat so viel Geld. Kann man ihm noch hier sonstiges verkaufen? Ja. Ich würde gerne sortieren nach Preis. Okay. Ja gut, Preis ist natürlich unverkäuflich. Die Floren, die brauchen wir natürlich. Die Rubinkette können wir ihm verkaufen. Die Dinger können wir... Oh ja. Das finde ich gut. Das können wir alles verkaufen. Wir kriegen eine Menge Geld jetzt. Grüngold-Diamantring. Tschüss. Brauchen wir eh nicht. Bienenkette. Das haben wir alles schön gesammelt. In irgendwelchen Gruften. Und in irgendwelchen Truhen. Smaragdkette. Adios. Warum können wir denn das goldene Kästchen jetzt nicht verkaufen? Einsame Weltreiseführer. Art Skellig. Okay. Die Dinger verkaufe ich dir noch. Tschüss. Und den hier. Okay, so von Wert, nicht von Gewicht vielleicht. Ist da auch was möglich? Sieht nicht so aus. Einzige, was wirklich sehr viel wiegt, sind die Silberdinger hier, aber die brauchen wir. So, mein Freund, reparieren wir mein Zeug erstmal. Reparieren. Beide Schwerter sind im Eimer, Alter. 700. Aber wir haben jetzt über 20.000, das ist sehr viel. Das ist wirklich sehr viel. Bis dann. Danke, bis dann. Na klar. So, kümmere dich um die Probleme auf dem Coronata Weingut. Ja, das ist ja unsere Mission momentan. Aber... jetzt haben wir schon zwei Sachen hiervon gemacht. Ja komm, wenn wir schon da sind, machen wir das erstmal. Nicht Coronata, sondern... von der Mathilda. Okay. Hier wäre also noch was. Oh, das passt ja sehr gut.
Weil dieses Fragezeichen wollen wir eh noch ansteuern. Da würde ich da erstmal hin. Das ist im Westen also. Da reiten wir hin. Richtung Westen wäre in diese Richtung. Plätze. Mon ami. So, okay. Sag mal, okay. Komm schon, Plätze. Run, Plätze. Jetzt lauf nicht wieder gegen irgendwelche komischen Mauern, die es nicht gibt. So. Heda. Heda. Okay. Wir machen uns auf zu dem, ich kann nicht wechseln zwischen den Fragezeichen oder zwischen diesen gelben Punkten. Wir machen uns auf den Weg hierhin. Hallo Freunde der Sonne, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn. Ich würde mich sehr freuen und meine Eule freut sich auch. Also bis dann, adios amigos.